Nach jetzt fast 4 Monaten in Luang Prabang mache ich mich mal wieder auf, ein bisschen rumzureisen hier in Laos. Und zwar geht es weiter Richtung Norden. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen nach Nong Khiao. Das sind etwa 140 Kilometer von hier. Also sollte ich morgen da sein, wenn alles gut läuft. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt auf der Reise und wie sich das auch anfühlt. Wie gesagt, seit 4 Monaten, abgesehen von kleineren Tagestouren hier in und um Luang Prabang, war ich nicht viel groß unterwegs. Mal gucken, was mein Körper morgen sagt. Ob es Muskelkater gibt oder ob es okay ist. Schauen wir mal. Ich bin jetzt hier jedenfalls vor einem Supermarkt. Habe noch ein bisschen Proviant gekauft. War gerade eben auch noch mal auf dem Morning Market. Habe da auch noch ein paar Sachen gekauft. So, dass ich eigentlich versorgt sein sollte, zumindest für heute. Und alles andere organisiere ich wie immer unterwegs. Da mache ich mir hier keine Sorgen. Denn es gibt immer überall irgendwelche Essensstände oder Verkaufsstände am Straßenrand. Also dann, los geht's! Jetzt etwas über 30 Kilometer hinter mich gebracht. Bin jetzt bei einem Restaurant irgendwo auf dem Land. Da werde ich mir mal eine Cola holen. Ich brauche Zucker. Schlauch ganz schön. Das Wetter ist glücklicherweise recht angenehm. Ungefähr 30 Grad, bewölkt. Also ganz gut. Vielleicht gibt es hier auch noch eine Suppe. Schauen wir mal. Sabadi. 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 Sabadi bo. Need something to drink. No Coke? Coke. Coke. Oh, okay, Pepsi? Okay. Pepsi, okay. And pho? 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 No soup. Yes. Yes. Both sides here. Pho? Pho? Both sides here. Right. Cup chai. No meat. Both sides here. Right. Noch eine Nudelsuppe bestellt. Gemüsenudelsuppe. Ich bin gespannt. Mittag, Gemüsesuppe mit Gemüse. Sieht gut aus. Ist gut. Bye bye. Gab es noch ein Bierchen oben drauf? Sehr gut. War gut, war lecker. Und jetzt nochmal ungefähr 40 Kilometer vor mir. Los geht's! Ich habe jetzt gerade mein Nachtlager aufgeschlagen. Seit langem mal wieder mein Zelt hier hinter mir. Ist ja auch schon eine ganze Weile her, dass ich das gemacht habe, da ich in den vergangenen Monaten fast ausschließlich in Guesthouses oder Hostels gelebt habe. Ich bin heute nicht ganz so weit gekommen, wie ich eigentlich vorhatte. Ich wollte so 70 Kilometer machen,
Waren jetzt aber doch nur knapp über 60, was aber auch okay ist, da ich ein ganzes Stück bergauf unterwegs war. Zum Glück relativ moderat. Das Schlimmste waren so 7% Steigung, was noch ganz gut machbar war. Auch in meinem relativ unfitten Zustand. Ich werde jetzt noch was essen, mich ein bisschen ausruhen, ein bisschen frisch machen. Und ja, dann haue ich mich in die Koje und dann geht es morgen früh weiter. Und dann sollte ich morgen Nachmittag irgendwann in Nong Khiao ankommen. Zu meinem Nachtlagerkurs. Ich bin jetzt hier nur, weiß nicht, etwa 30, 40 Meter von der Straße entfernt. Man hört vielleicht da jetzt auch gerade irgendwie Moped vorbeiknattern. Der Platz ist ganz gut zum Campen, was ein bisschen schade ist. Ich zeige das mal. Ist, und das ist ja leider sehr oft der Fall. Ja, ein bisschen vermüllt hier. Man findet hier alles Mögliche. Hier so ein tolles Handy. Ja, wird auch mal ein bisschen was verbrannt. Ja. Aber ist auch ganz sauber, muss man fast sagen. Denn was man am Straßenrand manchmal sieht, an Müllbergen, das ist schon wirklich schade. Also denn, morgen geht's weiter. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, die Nacht war sehr interessant. Es war unfassbar laut. Es sind einfach die Geräusche so aus dem Dschungel von den ganzen Insekten, Tieren und sonst was, was hier so rumfleucht. Wie laut und intensiv das ist. Ich hatte fast vergessen, wie unglaublich das ist. Ja, dementsprechend war die Nacht so, ja, so lala. Bin noch ein bisschen zerknittert, aber egal, muss ja weitergehen. Dementsprechend werde ich jetzt kurz frühstücken, mich noch ein bisschen frisch machen und dann die Sachen zusammenpacken. Und dann geht's weiter. Ich habe noch ungefähr 80 Kilometer vor mir bis Nong Khiao. Ich will bis heute Nachmittag da sein. Sollte machbar sein. Ist das nicht herzallerliebst? Bin ich mal gerade einen Tag unterwegs. Ja. Und habe schon direkt einen Platten. Wie kann das denn sein? Gestern Abend war noch alles gut. Scheiß. Naja, dann muss ich auch noch einen Reifen flicken. Oder einen Schlauch tauschen zumindest. Ich habe jetzt spontan entschieden, die Nacht in Pak Mong zu bleiben, denn ich habe ja keine Eile. Dementsprechend, warum nicht einfach eine Nacht hier bleiben, mir den Ort ein bisschen anschauen und dann fahre ich morgen die letzten, das sind das 20, 30 Kilometer nach Nong Khiao. Ich habe jetzt den gestrigen Abend und den heutigen Vormittag damit verbracht, Pak Mong mir etwas anzuschauen. Was soll ich sagen? Viel gibt es nicht zu sehen. Es ist letztendlich nur so eine Durchgangsortschaft. Ich würde es noch nicht mal Stadt nennen. Also in diese Richtung geht es Richtung Odumsai und letztendlich Richtung China. Es sind noch 180 Kilometer von hier nach China. Und dann in diese Richtung geht es nach Nong Khiao, wo ich ja eigentlich hin will. Mir sind aber zwei Sachen aufgefallen. Die erste Sache ist, je weiter man nach Norden kommt, umso teurer werden die Sachen. Also vor allem Lebensmittel und Unterkünfte. Zum Beispiel eine Portion Fried Rice kostet hier jetzt 20.000 Kip. Normalerweise sind es so 15.000 Kip oder auch weniger.
Ich habe mir sagen lassen, dass es sogar noch teurer wird, je weiter man nach Norden kommt. Genauso ist es mit den Unterkünften. Zum Glück konnte ich einen guten Preis verhandeln. Und die andere Sache ist halt, ich bin zwar noch in Laos, aber je weiter man nach Norden kommt, man sieht das auch hier am Hotel hinter mir, wird es immer chinesischer. Da jede Menge chinesische Schriftzeichen. Ja, also gefühlt bin ich schon fast in China. Und wenn ich mir so überlege, das letzte Mal, dass ich so dicht an China dran war, das war im Februar, als ich noch in Vietnam war, im Norden von Vietnam, auf der Ha Trang Loop. Danach bin ich ja bis fast an die kambodschanische Grenze gefahren. Und jetzt bin ich schon wieder fast hier an der chinesischen Grenze. Also irgendwie, ja, komme ich nicht so richtig voran. Ich fahre irgendwie in die falsche Richtung. Ich bin in Nong Khiao angekommen und jetzt werde ich mir meine Unterkunft suchen. Ich habe gestern Abend zwei Adressen hier bekommen von einem Hostel und von einem Gästehaus, die gut sein sollen, wo der Preis auch gut ist. Ja, ich fahre jetzt erstmal zum Gästehaus, weil das ein Stückchen näher dran, check das aus und dann schaue ich mich mal um, was es hier so gibt. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus hier mit den Bergen. Schon sehr, sehr nice. Wirkt aber ein bisschen ausgestorben. Ich habe einen Schnapper gemacht. Doppelzimmer mit Balkon. Riverview. Da ist ein Viewpoint. Irgendwo da auch noch. Hier werde ich, ja nicht mehr heute, morgen oder im Laufe der Tage einfach mal auschecken. Und ansonsten werde ich es mir hier einfach gut gehen lassen und einfach mal schauen, was hier so abgeht. Wie es aussieht, jedenfalls nicht viel. Die Stadt wirkt wie ausgestorben.